Dieses Video geht um einen Thread aus dem Chatunloader Forum. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Es geht darum, wie ich einen TP-Link-Router, die wie ich bei einem TP-Link-Router die MAC-Adresse ändern kann, so dass ich bei einem Kabelanschluss eine neue IP zugewiesen bekomme. Hier geht es jetzt in Kombination mit dem von Kabel Deutschland ausgelieferten Thomson Modem THG 540, aber das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Also der TP-Link-Router, um den es geht, ist der TL-WR842ND. Und ihr seht schon rechts das Interface, das Webinterface eingeblendet und auf der linken Seite eine Batch-Datei, die dafür sorgt, dass die MAC-Adresse geändert wird. Der Vorteil bei diesem Router-Typ ist eben, dass kein Neustart des Routers nötig ist, sondern nur das Modem neu gestartet werden muss und nicht der Router. Also dann verliert euer Computer schon mal keine WLAN-Verbindung zum Router. Das ist ganz praktisch. So, was müsst ihr jetzt machen, damit es bei euch funktioniert, wenn ihr dieses gleiche Modell habt? Ihr müsst auf die Startseite gehen des Routers, einfach mit 192.168.0 und 1. Hier oben ist es eingeblendet. Und müsst schauen, was ihr für eine MAC-Adresse habt. Und die seht ihr dann bei Status hier. Also falls ihr nicht auf die Seite springt, hier links oben auf Status klicken und die LAN-MAC-Adresse anschauen. Und die müsst ihr hier eintragen. Also der erste Block A0 muss hier bei Mac 1 sein. Bei Mac 3 muss dann F3 stehen. Also ist bei euch dann wahrscheinlich nicht die gleiche, also ziemlich sicher nicht die gleiche MAC-Adresse. Und ihr müsst halt genau diese MAC-Adresse, die bei euch steht, hier übertragen. Aber Mac 6 bitte nicht ändern, weil die wird hier jedes Mal geändert, so dass halt eben eine neue IP bei einem Reconnect vom Modem ja zugewiesen wird. Die anderen Sachen könnt ihr erstmal so lassen. Also die Batch-Datei findet ihr natürlich in dem Thread verlinkt. Und ja, jedes Mal, wenn ihr halt diese Batch-Datei ausführt, wird diese Zahl am Schluss hier eben um eine Stelle hochgezählt. Das macht hier diese Funktion, muss euch aber auch nicht weiter interessieren. Also das hier eingeben, was jetzt noch wichtig ist, was ihr eventuell ändern müsst, falls ihr Benutzernamen und Passwort geändert habt, müsst ihr den hier ändern. Also Admin, Doppelpunkt Admin sind die Standardzugangsdaten. Das erste Admin ist der Username und das zweite Admin ist das Passwort. Also falls ihr da was geändert habt, bitte das auch noch hier abändern. Und falls ihr auch die IP geändert habt, ich weiß gar nicht, ob das geht, aber falls es geht, dann einfach hier die IP ändern, der Rest kann gleich bleiben. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn eine Rückmeldung, ob es bei euch geklappt hat. Und, ach ja, und bevor ich es vergesse, hier ist call modem restart.bat. Ich habe diese Modem Restart.bat, die ist speziell für das THG 540, für dieses Modem ausgelegt. Falls ihr ein anderes Modem habt, müsst ihr hier eben eine andere Datei aufrufen, beziehungsweise die Datei, die zu eurem Modem passt, muss halt dann auch Modem Restart.bat heißen. Wenn ihr nur die ja, MAC-Adresse ändern wollt, könnt ihr einfach hier diese Zeile komplett löschen. Hier oben habe ich noch einen Dienst beendet, und zwar ist das der Cisco VPN-Client. Da gibt es öfters mal Bluescreens, wenn der im Hintergrund läuft. Den könnt ihr dann aber manuell wieder starten. Gut, das war's.